Seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst, predigt auch heute wieder das bedingungslose Grundeinkommen. Herzlich willkommen hier am 11. August 2013 in der Abbaubar, in der Sozialbar, in der Kellerbar der Danziger 50, des Zentrums Danziger 50. Hallo Juliane. Hallo Rolf. Hallo. Wen haben wir heute als Gast hier? Wir haben heute eine Piratin, eine Sozialpiratin, und zwar die Silvia Dürrwald, und ihr Piratenname ist, hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus, Masu Pilami. Also mir fehlt jetzt erstmal, entschuldige, die Augenklappe und der Papagei auf der Schulter. Heute nicht, heute okay. Ohne. Ich hätte so einen Hut mitbringen können, aber ich halte nicht viel dafür von so. Nee, wir wollen ja auch über Politik, wir wollen über Inhalte sprechen, ne? Und hier keine Klonerie. So, Micha, bist du bereit oder sollen wir erstmal hier... Micha möchte noch nicht. Micha möchte noch nicht, okay. Er nickt ab. Genau. Lass mich mal hier ein bisschen die Technik wieder noch auspegeln, sozusagen gerade zum Anfang. Okay, Leute, dann sag ich euch, worum es heute geht. Wir haben ja unsere Vorwahlreihe vor der Bundestagswahl im September, und wir möchten gern hören, was die Piraten uns zu bieten haben, was die Parteien uns zu bieten haben in Sachen Grundeinkommen. Und heute wollen wir hören, was die Piraten uns zu bieten haben, was in Sachen Grundeinkommen im Moment bei den Piraten los ist. Und das wird uns Silvia Dürrwald gleich alles erzählen. Rolf, machen wir eine Musik erstmal? Soll ich die einspielen? Bitte. Dann mache ich das so. So, seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst, predigt jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr, und das bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE. Der BGE-Predigt kann nicht nur weltweit live auf rockradio.de, sondern auch öffentlich in der sozialen Kellerbar des Zentrum Danziger 50 in der Danziger Straße Nummer 50 in Berlin-Prenzlauer Berg gehuldigt werden. Und damit kein BGE-Jünger umsonst erscheint, ist an diesem Tage die soziale Kellerbar von 15 bis ca. 19 Uhr geöffnet. Der Altarwein kann zum göttlichen Vereinspreis erworben werden. Gepriesen sei das BGE. Hostien und Chips sind aber bitte selber mitzubringen. Alle örtlich abtrünnigen BGE-Jünger können ihre BGE-Beichte außerdem auch gerne über den Chat von Rock Radio ablegen. Und da hast du mir jetzt gerade noch das Wort in den Mund gegeben, der Chat, für in zwei Wochen schon mal Hinweis, da sind wir auf einem zweiten Stream, auf einem Parallelstream. Das müssten wir heute alle 5 Minuten ansagen, genau. Ich denke auch, damit die Leute das dann... Also merken. Wir wollen euch damit jetzt nicht nerven, Leute. Also ihr habt es jetzt gehört, wir sagen es nachher auch nochmal, aber wir kommunizieren das auch in unseren schriftlichen Einladungen, dass wir in zwei Wochen auf dem zweiten Stream sind. So, aber wir sind heute und wir wollen natürlich hören, was die Piraten uns zu bieten haben in Sachen BGE. Und ich gebe nochmal an die Silvia Dürrwald, dass sie sich einfach nochmal ausführlicher selber vorstellt und wie sie zum BGE gekommen ist. Ja, hallo, mein Name ist Silvia Dürrwald, und ja, wo soll ich anfangen? Also ich bin mal in der DDR aufgewachsen, ist vielleicht wichtig, weil wir ja da auch schon immer geträumt haben, alles wird automatisiert, rationalisiert. Und ich habe mich immer sehr, wir mussten das ja auch teilweise, aber es hat mir auch Spaß gemacht, für Ökonomie und so interessiert, obwohl ich nicht Ökonomie studiert habe, sondern was Soziales. Und bin dann 81 in die Bundesrepublik gegangen, und es war ja kein Geheimnis, dass die Arbeitsproduktivität in der Bundesrepublik doppelt so hoch war wie in der DDR damals. 81, und ja, und man war ja mit Arbeitslosigkeit konfrontiert. Darf ich hier mal einhaken? Mhm. Bist du per Ausreiseantrag oder wie bist du rübergekommen? 81 war das ja noch nicht mal eben so möglich, ne? War nicht so, aber war auch nicht so ganz so schwer, wie man sich es vielleicht vorstellt, durch Ausreiseantrag, aber zusammen mit meinem Mann, der war auch aus der DDR, und wir hatten ja schon kleine Minuspunkte in der DDR gesammelt. Und so war es dann nicht ganz so schwer, und es ging dann auch über den Herrn Vogel, den Anwalt, und ja, und dann hat das auch geklappt. Okay. Ja, so war das, und ja, und ich habe mir immer schon so meine Gedanken gemacht, und andere Leute auch in der Bundesrepublik, und die auch gesagt haben, also es müsste ja gar keine Arbeitslosigkeit, und die Arbeitslosigkeit ist gewollt.
Und ja, ich habe das schon als großes Problem gesehen und auch gemerkt eigentlich, also es ist eine so große Überproduktion da und man braucht ja eigentlich gar nicht mehr Arbeitskräfte. Das hat man dann auch an der Wiedervereinigung gesehen, dass ja sehr viele Betriebe im Osten geschlossen worden sind, damit sie auch keine Konkurrenz darstellen zum Westprodukt, weil es wird ja so viel hergestellt. Wir haben ja eigentlich eine Überproduktion, wir haben ja auch genug. Und jetzt aktuell bei Schlecker hat ja auch ein schlauer Mensch, ich weiß nicht, irgendwer gesagt, ja, brauchen wir denn überhaupt noch, brauchen wir überhaupt Schlecker? Kriegt jemand irgendwo eine Zahnbürste nicht oder seine Zahnpasta? Es hat ja keinen eigentlich so, der musste vielleicht 10 Meter weiterlaufen, aber dann irgendwo war eine Drogerie. Also wie gesagt, andererseits ist ja die Arbeitslosigkeit und ich habe mich immer gefragt, wie kann man das regeln? Und dann kam die Hartz IV und da kam ich zufällig zur Deutschen Arbeitslosenpartei. Darf ich nochmal eingreifen? Hast du denn gleich gearbeitet, wie du 81 nach Deutschland, also nach Westdeutschland gekommen bist? Oder nee. Wie war das für dich dann 81? Ich habe ja auch so einen Beruf, in dem ich auch schon in der DDR ein Jahr arbeitslos war. Ich bin Psychologin von Beruf und das war auch so ein Beruf, auch im Westen. Da gab es ja dann noch diese ganz verschärfte Konkurrenz mit den Ärzten. Und da bin ich auch durch alle Raster gefallen. Und dann habe ich mir dummerweise, also habe ich jetzt nicht so, damals nicht so gesehen, aber nicht erst versucht, Karriere zu machen, sondern ein Kind angeschafft. Und da ich ja auch mal ein Kind haben wollte mit Ende 20 und habe gedacht, ach, das wirst du alles schon machen, aber dass alles im Westen ein bisschen anders läuft als im Osten. Naja, okay, aber wie gesagt, ich habe mich immer gefragt, was soll man halt machen? Und dann bin ich eben zu dieser Deutschen Arbeitslosenpartei geraten und habe das erste Mal 2005 vom bedingungslosen Grundeinkommen gehört und habe gedacht, wow, das ist die Lösung. Und das habe mich da seit 2005 halt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigt, war auch bei Vorträgen von dem Werner, bei anderen, zum Beispiel bei der katholischen Jugend, die hat auch ein Grundeinkommen. Also bloß nebenbei mal bemerkt, ja. Also mit verschiedenen Modellen beschäftigt und so weiter. Und dann kam ich zu den Piraten. Und wir hatten das schon im Vorgespräch, also 2005 ging das ja auch mit Hartz IV los, da warst du dann auch betroffen? Oder? Ich war davon auch leider betroffen, ja. Und mein Einkommen hat sich von einem Tag auf den anderen, also vom 31.12.2004 zum 01.01.2005 halbiert. Und das also war wirklich, schon schlimm. Wirklich halbiert? Wirklich halbiert. Weil davor, Arbeitslosenhilfe war ja noch nach Ausbildung. Und da ich ja auch als Psychologin schon öfter mal gearbeitet hatte, hatte ich ja aufgrund meiner Einkommenssituation, wenn ich arbeiten würde, ein relativ hohes. Das habe ich schon so als Grundeinkommen gesehen und ich habe dann auch gearbeitet, unentgeltlich. Darf ich mal einhaken? Also ich hatte damals weniger Arbeitslosenhilfe, als dann Hartz IV war. Ja. Wie bitte? Ich hatte damals eine geringere Arbeitslosenhilfe als Hartz IV. Für mich war das wirklich eine Erleichterung. Aber Entschuldigung, normalerweise hättest du dann ergänzend Sozialhilfe noch dazu bekommen. Also war das eigentlich auch ein Nullsummenspiel? Richtig, ja. Genau, also es geht ja jetzt auch gar nicht darum, um die paar Euro, das ist jetzt nicht relevant. Also ich denke mir, es ist natürlich schon relevant, wenn du sagst, du hast von einem Tag auf den anderen nur noch die Hälfte Einkommen und dann mit dem Kind, ne? Ja, Kind war schon sozusagen ein bisschen größer, zum Glück. war schon sozusagen aus dem Gröbsten raus, ja, also aber trotzdem ist es eben, ich wundere mich jetzt immer, dass die Leute jetzt immer so mit der Bildung, ich denke schon, ich habe Abitur und Bildung und trotzdem keinen Job und kein Einkommen. Aber Einkommen ist das, Einkommensplätze. Aber das ist ja eigentlich bekannt, also natürlich nicht, das wird nicht in den Medien so kommuniziert, aber es ist ja bekannt, dass ganz viele, also gerade Frauen mit einem guten Abschluss, mit einer guten Ausbildung, akademischen Abschluss, dass die von Hartz IV betroffen sind, die werden natürlich nicht durch die Medien gezerrt, weil es soll ja das Bild vom ungebildeten, faulen Arbeitslosen, der nicht arbeiten will, das soll erhalten bleiben. Und das würde natürlich die Bevölkerung auf einen anderen Weg bringen, wenn jetzt gesagt würde, also man kann auch ein Abitur machen, man kann auch sich gut ausbilden lassen und steht trotzdem letztendlich hier mit Hartz IV da. Ne?
Ja, da habe ich ja mich mal mit einer grünen Dame, ich habe gearbeitet, so einen 1,50 Euro Job beim Frauenzentrum, und da hatten wir mal so ein Gespräch mit einer, ich glaube Sibylle Klotz war das von den Grünen, die war da und sagte dann eben auch solche Dinge wie nicht ausgebildet, komm morgens nicht aus dem Bett und so. Und ich habe mich gemeldet, gesagt, wir sind 7 Frauen, wir haben alle Abitur, 6 haben Hochschulstudium und wir sind trotzdem alle arbeitslos. Was hat sie dazu gesagt? Gestaunt hat sie. Also es war tatsächlich ihr Ernst. Also als Politikerin sollte sie es ja eigentlich besser wissen, aber möchte man meinen. Ne? Ja, die meisten wissen es ja nicht oder scheinen es nicht zu wissen. Ich weiß es nicht. Es gab auch so eine Studie von Europa, dass also 80% eine Ausbildung haben von den Arbeitslosen, also in Deutschland. Und 10% davon sogar eine Hochschulausbildung. Also bloß diese Studie findet man nicht mehr komischerweise im Internet. Nee, aber das hat wahrscheinlich auch seine Gründe. So, du bist dann zum Grundeinkommen gekommen. Wie kam das dann weiter? Wie bist du dann letztendlich an die Piraten oder in die Piratenpartei geraten? Naja, ich kenne auch ganz gut ist übertrieben, aber ich kenne eben den Ralf Böß auch. Und wir haben da sozusagen 2 unterschiedliche Standpunkte. Ich bin der Meinung, Parteien dienen dazu, auch Interessen durchzusetzen. Und deswegen war ich auch in der Deutschen Arbeitslosenpartei, weil ich glaube, dass die Arbeitslosen eigentlich auch eine Lobby haben sollten, eben in Form von einer Partei. Und als jetzt die Piraten dann das bedingungslose Grundeinkommen 2011 beschlossen haben, habe ich gesagt, gut, das ist meine Partei, da mache ich mit. Also 2011 bist du bei den Piraten eingetreten. Genau. Bei den, du sagtest mir im Vorfeld, bei den Sozialpiraten, darf ich noch mal kurz fragen, was kann man sich da drunter vorstellen? Ich höre das immer, den Begriff, und habe da jetzt nicht so eine rechte Idee. Ja, also bei den Piraten ist es so, wenn jemand also Pirat wird, kann er sich ja irgendwo engagieren, was er jetzt auch meint, das ist sein Feld. Also wir haben IT-Spezialisten, wir haben Wirtschaftsspezialisten und wir haben sogenannte Squads, heißen die, sind Arbeitsgemeinschaften, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen. Man kann da auch selber Themen reinbringen, die man für wichtig hält. Und wir sind eben, und das finde ich so spannend, wir sind eine Mitmachpartei gegenüber auch anderen. Also wir haben da nicht so die Vorbeter. Natürlich brauchen wir natürlich auch innerhalb der Partei, also eine Mannschaft oder Leute, die uns folgen sozusagen. Und je mehr uns folgen, desto mehr können wir uns jetzt auch durchsetzen oder unsere Ideen mit einbringen. Und dazu gibt es eben dieses Liquid-Feedback, hat man ja schon viel von gehört. Ne? Was ist das? Ja, das ist also so eine Abstimmungsplattform, da können wir Anträge einbringen, eigene Anträge. Wir können mit abstimmen über bestimmte Sachen. Wir können aber auch verbessern Anträge, die schon eingestellt worden sind, wenn wir da eine gute Meinung zu haben oder eine Anregung zu haben. Also das ist so ein, und da formen sich die ersten Gedanken, würde ich mal sagen, in diesem Liquid Feedback. Und da kann jeder gleichwertig mitmachen. Ah ja, Micha, du hast eine Frage, du bist da so am Schreiben oder nicht? Okay, gut. Also und ich eben als Sozialmensch, also ich habe ja auch viel Sozialpolitik und Sozialgesetze, auch ein bisschen Sozialarbeitstätigkeit gemacht, war rechtliche Betreuerin, da muss man davon auch Ahnung haben. Und ja, und deswegen habe ich mich eben bei den Sozialpiraten oder beim bedingungslosen Grundeinkommen, wie ich dachte, eingetaktet sozusagen und haben gesagt, das ist meins und da gehe ich hin und da arbeite ich mit. Es gibt jetzt noch ein zweites Feld, was ich also hier in Berlin beackere. Das ist das Feld der Whistleblower, weil ich finde, da war wir haben das wunderbar in unserem Programm, aber hat sich eben keiner drum gekümmert. Das ist wie diese Dialektik zwischen einmal Gedanken und Einzelpersonen. Es muss immer jemand geben, der sich dafür engagiert und einsetzt und Leute daran bringt. Also es ist immer ganz wichtig. Ne? Man kann ein tolles Programm haben, aber wenn sich keiner drum kümmert, ist es halt blöd. Okay. Wollen wir erstmal hier eine Musik machen und nach der Musik nochmal, also auf die Whistleblower will ich natürlich auch noch kurz eingehen. Das ist ja im Moment gerade ganz aktuell, aber da kommen wir nach der Musik drauf. Micha? Rockradio.
Seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst, predigt das bedingungslose Grundeinkommen auch heute wieder live aus der Sozialbar, aus der Kellerbar im Zentrum Danziger 50. Und Micha, wir steigen jetzt ja weiter ein mit diesem Thema und den Piraten. Du hattest jetzt da noch Fragen vorbereitet. Du willst jetzt reden, Micha. Nein, ich habe einfach mal als Ex-Pirat, wollte ich mal, weil vielleicht der ein oder andere dieses Liquid-Feedback-System ja nicht kennt, wenn man nicht da drin ist bei den Piraten. Es ist eigentlich ein sehr schönes System, wo man zum einen eben halt ja erstmal die Anträge oder überhaupt seine Meinung so reinbringen kann, das Ganze als Antrag formulieren eben halt und dann abstimmen kann. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man delegieren kann, sozusagen. Also man muss sich nicht um jedes Thema selber kümmern, weil das schafft man auch überhaupt nicht zeitlich, sondern sagt dann, Mensch, den Menschen, da finde ich eigentlich, der ist kompetent in der Richtung eben halt, dann ja, gebe ich sozusagen ihm eine Delegierung. Und alle, die mir dann auch sozusagen zu diesem Thema folgen, die werden dann auch sozusagen in die Richtung delegiert, nehme ich aber die Delegierung wieder raus, kümmere mich selber eben halt, ja, bringe ich meine eigene Stimme ein. Das fand ich das eine Schöne eben halt. Und man bringt dieses Liquid Feedback auch immer sehr gut rüber mit einer Abstimmung, sage ich mal, zum Beispiel zum Mauerpark. Ist ja mal ein großes Thema auch der Mauerpark. Und zum Mauerpark, sage ich mal, hat man jetzt das Problem, macht jemand Antrag eben halt, ja, Mauerpark soll mit rein grün sozusagen begrünt werden. So möchte er das haben. Jetzt sagt jemand anderes, Mauerpark möchte ich zwar auch grün haben, aber ich möchte einen See mit drin haben. Ja, und die dritte Partei sagt natürlich, nee, Mauerpark brauchen wir so gar nicht, ich will da Häuser hochziehen, Wohnungen, Eigentumswohnung und so weiter. Und jetzt kann man die Abstimmung so gestalten, dass wenn man sagt, also ich bin eigentlich für die Version mit dem See, und wenn die aber nicht die Hauptmehrheit bekommt sozusagen, dann soll meine Stimme bitte rübergehen auf die mit der Wiese. Ja, weil nämlich du hast sonst das Problem, dass, und das ist ein schönes Beispiel, 30% sagen eben halt, ich möchte mit See, die anderen 30% sagen, ich möchte mit Wiese, ja, haben die 40% mit dem Haus gewonnen. Und dieses sozusagen, also da sind Jungs hinter auch, die ja bei den Piraten mit drinnen sind und so weiter, die haben sich da wirklich einen Kopf gemacht, da gibt es ganz komplexe Systeme und. Und wo ich aber ein bisschen enttäuscht bin jetzt bei den Piraten ist, dass es ja vor kurzem eine Abstimmung gab, dass dieses System sozusagen nicht in die Gesellschaft sozusagen rausgetragen wird. Und darauf hat man ja eigentlich so gehofft, dass es ja eigentlich diese Mehr-Demokratie-Partei wird, auch mit diesem Werkzeug eben halt. Und inwieweit steckst du da mit drinne, sozusagen nicht in der Absage, sondern überhaupt in der Thematik? Kannst du uns da mehr was dazu sagen? Nee, kann ich gar nicht sagen, muss ich sagen. Habe ich nicht mitgekriegt. Es sind ja viele, viele Themenbereiche und da sind es dann wieder noch Unterbereiche. Aber manchmal kommt was über die Liste, dann gucke ich selber nach und dann sogar bei meinen Themen, man kann Themen setzen, sind ganz viele Themenbereiche und dann kann man sagen, also für mich sind, also ich bin zum Beispiel Sozialpirat, also Arbeit und Soziales, das ist mein Bereich, da werde ich dann auf bestimmte Sachen sofort hingewiesen, wenn ich ins Liquid Feedback reingehe. Aber es gibt andere Bereiche, wo ich eben IT zum Beispiel gar nicht Ahnung habe, wo ich immer mal rüber gucke, wo ich teilweise auch versuche zu delegieren oder eben auch meine Stimme verfallen lasse, wenn ich da keinen geeigneten Menschen, wo ich Vertrauen zu habe. Und ich will sagen, es ist nicht nur ein Zeitproblem, es ist einfach auch ein Kompetenz- und ein Wissensproblem. Heutzutage ist die Gesellschaft so arbeitsteilig, man muss manchmal so ins Detail gehen, das kann man gar nicht schaffen. Ja. Und deswegen meine ich auch, dass unsere heutigen Politiker überfordert sind mit dieser Sache, wenn man da mal immer so rumfragte, wie viel Schulden haben wir denn, wussten die ja alle gar nicht Bescheid. Einer kann nicht, jeder hat irgendein Spezialgebiet und über das andere, da gibt es dann diesen Fraktionszwang, da kann man einfach nicht alles wissen, ja, und deswegen meine ich, bin ich also auch sehr davon überzeugt, dass wir so eine Schwarmintelligenz, dass wir Volksabstimmungen mehr brauchen, dass viele immer mehr wissen als Einzelne. Und dass wir uns nicht von so 200 Leuten sozusagen die Butter vom Brot nehmen sollten, lassen sollten im Parlament. Du bist auch der Meinung, dass wir im Prinzip auch selber alles Spezialisten sind auf unserem Lebensgebiet und da auch selber entscheiden können. Naja, jeder hat ja irgendwie meistens irgendeine besondere, wo er sich für interessiert, wo auch gutes Wissen hat.
jeder kann nicht alles wissen. Ich weiß auch nicht alles und ich erhebe auch nicht den Anspruch, alles zu wissen. Aber über das BGE weiß ich ganz gut Bescheid. Womit wir wieder beim Thema wären, es ist aber vorhin noch ein Stichwort gefallen, da wollte ich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, Whistleblower. Ja, also das war noch mein Herzensanliegen. Ich war früher auch mal ziemlich aktiv bei Amnesty International, aber das war nicht in Berlin, noch in Celle. Und und das war auch immer sehr mein Herzensanliegen, diese Menschenrechte hat ja auch was mit BGE zu tun. Und derjenige, der sich da in der Piratenpartei besonders drum gekümmert hat, der ist ja dann ins Abgeordnetenhaus gegangen und da hat er ja auch sehr viel zu tun. Wer ist das? Oliver Hönighoff war es das. Und der hat sich dann auch gefreut, weil sich da eben keiner mehr so richtig drum gekümmert hat. Und ich habe jetzt auch eine Inni und ich hoffe, die wird positiv abgestimmt, denn ich möchte hier auch mal an unsere deutschen Whistleblower erinnern, wie eben Mollat und Hannemann. Denn die fallen immer unter den Tisch. Ich meine, hier vor Ort müssen wir auch was machen. Snowden und Bradley Manning, alles schön und gut. Bin ich auch sehr dafür, unterstütze ich auch hier Bradley Manning vor allen Dingen. Weil der Junge mir echt wirklich leid tut. Der ist wirklich gefoltert worden und sehr übel behandelt worden. Und der wollte auch einfach nur die Menschenrechte wieder nach vorne bringen. Und das hat er nicht verdient und da müssen wir uns für einsetzen. Aber wir müssen uns auch für unsere Deutschen einsetzen. Gut. Wie schaffen wir da jetzt wieder einen Übergang oder wie kommen wir jetzt wieder zurück zum BGE? Ich mache das jetzt mal ganz plump. Ich sage jetzt einfach BGE, Doppelpunkt, ja, BGE bei den Piraten. BGE hat ja auch sehr viel mit Demokratie zu tun, mit Freiheit zu tun. Das ist ein guter Übergang, denn wir sind nicht mehr erpressbar mit einem BGE. Aber das bringt mich sowieso dann irgendwie zu den Piraten, zu der Höhe des BGEs. Was haben die Piraten da für eine Idee? Wie wollen sie es finanzieren? Erzähl mal. Ja, das ist ein kleines Problem. Also da gibt es Leute bei den Piraten, die setzen sehr auf diese Finanzierbarkeit. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die sagt, also der gehöre ich übrigens auch an, Kulturimpuls. Und die Finanzierbarkeit, wenn wir jetzt hier Milliarden für Rettungsschirme aufbringen, ist die Finanzierbarkeit. Und alle Ökonomen, ernsthaften Ökonomen sagen, die Finanzierbarkeit ist kein Problem. Haben wir eigentlich hier schon oft in unserer Sendung gehabt. Wir haben gesagt, natürlich ist die Finanzierbarkeit kein Problem. Das Problem ist, dass wir dann eben nicht mehr dieses Heer von Billig- und Niedriglöhnern in Deutschland haben. Deshalb wird ja das BGE nicht eingeführt. Also das ist ja eigentlich, würde ich mal sagen, sehr offensichtlich. Da hatten wir uns schon im Vorfeld per E-Mail drüber unterhalten zum Thema Freiheit. Aber ich komme nochmal auf die Finanzierbarkeit. Darum geht's ja jetzt eben, das BGE muss eine bestimmte Höhe haben. Wenn wir nämlich ein BGE haben, was niedriger ist als beispielsweise im Moment der Hartz-IV-Satz, dann haben wir noch mehr Probleme als jetzt. Tja, also ich finde, es ist alles ein bisschen viel komplizierter. Also das ist so die Sachen, die so immer kommuniziert werden, ja. Aber es ist also, ich will mal anders noch anfangen. Also es geht hier nicht es geht um Einkommensplätze. Also ich will mal nicht sagen, es geht hier gar nicht um Arbeit. Arbeit haben wir alle genug, aber wir haben Arbeit. Also unbezahlte Arbeit ist ungefähr 96 Milliarden Stunden im Jahr. 2001 bezahlte war nur 56 Milliarden Stunden. Und es geht was nicht um Arbeit. Was fällt da alles drunter? Haushaltsarbeit, ehrenamtliche Stellen und was noch? Genau, Kinder erziehen, Rasenmähen, es ist alles Arbeit. Wäsche waschen, alles ist Arbeit. Wir arbeiten rund um die Uhr, ja. Also wir müssen auch zu einer anderen Auffassung von Arbeit kommen. Also, dass eben nicht nur Arbeit ist, also Erwerbsarbeit, ne? Und Einkommensplätze. Wir müssen also in Dänemark habe ich gehört und ich habe das sogar auch einmal nachrecherchiert, im Internet gibt es schon, das heißt nicht mehr Arbeitsamt, sondern Einkommensamt. Das ist also sehr viel richtiger, ne? Also in Deutschland werden nur 40% ungefähr durch Erwerbseinkommen das Einkommen regeneriert, also durch Arbeit im klassischen Sinne. 60% der Bevölkerung haben heute schon in Deutschland andere Einkommen. Ja, und was ist das zum Beispiel? Das sind zum Beispiel Renten oder die Kinder werden von den Eltern
natürlich, haben also kein eigenes Einkommen, vielleicht ein bisschen Kindergeld, aber wenn man das als Einkommen betrachten möchte, oder werden eben auch aus der Steuer oder so finanziert. Also die Transferleistung. Transferleistung, aber da müssen wir uns auch nochmal, also ist ja oftmals eine Definitionsfrage, ist vielleicht jetzt zu kompliziert, aber Transferleistung, ich sag mal, alle steuer- und versicherungsfinanzierte Leistungen, also die werden nicht durch Arbeit mehr regeneriert, also auch jeder Lehrer wird ja durch die Steuern bezahlt. Mhm. Und jeder Politiker und jeder Polizist. Und das sind eben 60% und jeder Rentner wird durch die Rentenversicherung und noch ein bisschen Steuern dazu. Also es sind schon heute 60%. Also die kriegen eigentlich schon ein Grundeinkommen. Wo man jetzt denkt, 40% durch Arbeit, 60% so. Das Geld muss ja irgendwo herkommen. Ne? Man sagt ja, das sind Steuerzahlen, aber wenn nur 40% eben durch die Arbeit und 60% so, wie kann man das sich dann vorstellen? Dann fehlt doch irgendwo was, nach meiner Rechnung. Nee, es hat mit der Wertschöpfung, das ist eben, das Grundeinkommen hat für mich also sehr viel mit Ökonomie zu tun. Also wir haben heute, also wenn ich das jetzt mal so vergleiche, früher hat ein Bauer drei Leute vor 100 Jahren ungefähr ernähren können. Heute kann er 120 ernähren. Und in anderen Bereichen sind die Zahlen eben ähnlich. Wir brauchen nicht mehr so viele Leute, wir haben sehr viel Maschinen, wir haben sehr viel automatisiert, rationalisiert, was ja auch toll ist. Aber wir brauchen nicht mehr so viele Leute, um etwa Werte zu schaffen. Also ich habe hier auch mal mir die Zahlen, mal sehen, ob ich sie jetzt finde, aber genau, von der Stahlproduktion, ja. Nicht? Also waren in den USA 82 noch 300.000 Menschen beschäftigt und heute sind es nur noch 74.000, schaffen aber mehr Stahl zu produzieren. Ne? Also da gibt es viele Zahlen und von daher brauchen wir die Leute nicht, aber sie schaffen in immer kürzerer Zeit immer mehr Werte. Und um die Werte geht's, die wir ja brauchen. Die Wirtschaft soll uns ja dienen, nicht wir sollen uns der Wirtschaft anpassen. Das müssen wir umdenken. Da gibt's auch dieses eine Inselreich in der Südsee, zum Beispiel, ich weiß nicht, Tonga oder so, die absichtlich zum Beispiel auf die Verwendung von Containern als Frachttransporter verzichten, um Hafenarbeiter beschäftigen zu können. Wenn man also von Erwerbsarbeit spricht, möchte man ja eigentlich dahin zurück, dass man immer mehr Leute wieder beschäftigt in irgendwelchen auch harten, sinnlosen Jobs, oder? Ja, das ist der falsche Weg sozusagen, ja. Also wir haben uns ja gefreut eigentlich, dass die Leute also freigesetzt worden sind von der schweren Arbeit. Genau. Und jetzt hängen wir irgendwie oder wir und alimentieren die Industrie auch. Kriegen wir ja alles immer nur hinterher mit, ne? Wenn Nokia da, weiß ich, Millionen bekommen hat und dann sind die Millionen weg und dann geht Nokia auch wieder weg. Ja, das hören wir ja dann immer hinterher. Aber das sollte ja nicht, wir müssen nicht diesen Arbeitsplätzen, die wir ja eigentlich nicht brauchen, denn die Wirtschaft soll den Menschen dienen. Und heute schon könnte die Welt 12 Milliarden Menschen ernähren. Und aber bei 6,6 Milliarden, was wir jetzt sind, verhungern immer noch 1.000 jede Stunde. Und da müssen wir halt wegkommen, ja. Also das ist alles so ein bisschen irre, wenn man sich das mal rational überlegt, ja. Aber dann ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, gar nicht so Fakt. Weil ich gesagt habe, man will dieses Heer von Billiglöhnern behalten, um zum Beispiel die Löhne zu drücken, um die Leute unter Druck setzen zu können, dass man mit Ostlöhnen konkurrieren kann und so weiter und so fort. Was du jetzt gesagt hast, spricht ja dagegen. Das hieße, man könnte den Leuten also tatsächlich ein Grundeinkommen geben und hätte immer noch genug Leute, die arbeiten würden, beziehungsweise wir hätten immer noch zu wenig Stellen, um es mal so rum darzustellen oder wie jetzt. Ja, also ich möchte mal hier da auf diesen Film hinweisen. Grundeinkommen kann man auch im Internet sich runterladen. Wie heißt der Film? Grundeinkommen. Klaus, gehst du da mal mit der Kamera drauf? Wir machen du den Surfbook, dass du ja, mal den kann man bewerben, den kann man auch vervielfältigen. Der ist kommen, also Gemeingut. Das ist freigegeben von den Autoren. Sagt es genau. Den könnt ihr finden bei YouTube. Der heißt einfach Grundeinkommen. Ja. Gebt einfach Grundeinkommen ein bei YouTube in der Suchmaske und dann kommt da drauf.
Also das Problem ist alles ein bisschen komplizierter. Wir glauben ja, wenn wir arbeiten, verdienen wir unser Einkommen. Aber das ist eigentlich nicht so, weil wir sind eine arbeitsteilige Gesellschaft. Wenn wir zum Beispiel hinterm Tresen stehen und etwas jemanden bringen, dann machen wir das eigentlich für jemand anderes. Und jeder arbeitet eigentlich für jemand anderen. Also es ist nicht so einfach, sich das klar zu machen. Ja? Dann erklär es uns mal einfach. Das ist versteht. Eben eigentlich nicht so einfach. Also wir müssen eben wirklich deswegen sagen viele Leute ja auch, das Grundeinkommen ist ein wirklicher Paradigmenwechsel. Also man muss neu denken. Also man muss die festgefahrenen Muster, die müssen aufgebrochen werden, ja. Also dass man denkt, das ist Arbeit. Uns wird ja immer eingetrichtert, es ist Arbeit. Wenn ich zum Beispiel sage, ach, du suchst Arbeit, ist ja toll. Ja, dann komm mal und schneid mal meine Hecke. Aber Geld kriegst du dafür nicht, da kommt gar keiner mehr. Also eigentlich drücken sich alle, wenn man so will. Wir machen nur Arbeit, damit wir ein Einkommen regenerieren. Also es geht hier um Einkommen und wir müssen wirklich sagen, wir müssen es ernst machen und sagen, es geht hier um Verteilung und es geht um Einkommen und es geht nicht um Arbeit. Es geht überhaupt nicht um Arbeit, ja, sondern man versucht eben, einige Leute versuchen, da oben über den anderen zu sitzen und eben die Sache in der Hand zu haben und zu sagen, die anderen sind dumm und faul und können nichts und was weiß ich. Und dadurch sind sie auch erpressbar und deswegen und vor allem, haben wir noch keine Demokratie mehr. Genau, aber vor allem sind sie dadurch auch regierbar, ne? Irgendwie und beschäftigt. Denn also ich meine, ich bin Hartz-IV-Empfänger, ich sage das hier auch ganz öffentlich. Ich habe jetzt angefangen, Rechnung zu schreiben fürs Jobcenter, was ich immer mache. Denn das glaubt kein Mensch. Ich habe Aktenordner, die haben schon 7 Bände über mich, nur über mich. Ja, und ich habe aber auch Rechnung, kannst du das nochmal erklären, Rechnung schreiben für Jobcenter? Naja, für die Arbeit, die ich mache, um dies zu korrigieren. Und ich meine, das sollte man vielleicht jeder machen. Und ich schreibe auch unter meine Sachen, das Jobcenter sollte sanktioniert werden, weil es ja mehr Arbeit schafft. Ich meine, ich reiche ja alles ein. Es gibt angeblich ja Gesetze, die sie einzuhalten haben, die sie aber nicht einhalten. Und das sollte man mal vielleicht dokumentieren. Und wie gesagt, also es ist nicht alles so einfach, sondern wir müssen wirklich umdenken, ne? Dass jeder, also dass wir eigentlich auch mehr, also das ist meine persönliche Meinung, das ist jetzt nicht die Piratenmeinung an sich, aber dass wir mehr in Gütern denken. Wir haben doch genug. Wir haben doch genug Wohnung und wir haben genug zu essen. Was wird alles weggeworfen? Das wird ja uns jetzt an den Tafeln angeboten. Also wir haben eigentlich genug. Wir haben auch, also in diesem Film ist es auch sehr gut, dass wir viel zu viel Geld haben. Viel zu viel, aber nur an bestimmten Stellen, nämlich hinter großen Tresoren in irgendwelchen Banken, auf irgendwelchen Konten, aber nicht in der Menschheit, bei dem Volk sozusagen. Ja, aber ich meine, da komme ich wieder, dann ist also doch meine erste Aussage treffender, wenn ich sage, es geht letztendlich darum, die Leute so zu halten, dass die noch dankbar sind, wenn man ihnen schlecht bezahlte Arbeit gibt. Also die Leute dahingegen zu dressieren, darum geht's dann also doch. Das wollen uns die meisten Menschen einreden und die meisten Menschen denken auch so. Die denken so, dass, ja, also ist auch in dem Film sehr gut dargestellt, wenn man fragt, würdet ihr weiterarbeiten, wenn ihr ein Grundeinkommen hättet, dann sagen 60% ja. Aber wenn man die fragt, würden die anderen weiterarbeiten, sagen 80% nein. Also jeder denkt nur schlecht vom anderen und das ist auch schon sehr übel. Gut, dann machen wir eine Musik zu, Micha. Würde ich sagen, genau, dass wir mal nicht nur übel über uns denken, weil ich wollte mal aber noch eins hinaus. Ich suche eigentlich noch Leute, die helfen für eine Aktion oder eigentlich Umzugswagen. Könnte man nicht mehr durch die Stadt fahren, sondern man könnte sie ziehen lassen. Würde man Arbeit schaffen, ne? Könnte man eine schöne Aktion draus machen. Aber gut, wir spielen erstmal Musik. Habe letzte Woche
eine Jobcenter-Begleitung in Lichtenberg gemacht. Also das Amt geht ja gar nicht. Meine Bekannte, die Heike, macht immer alles, was das Amt von ihr wollte. Und Heike macht über Jahre hinweg immer alles zur vollsten Zufriedenheit des Jobcenters Lichtenberg. Jüngst bekam Heike ein Stellenangebot bei einer Zeitarbeitsbude. In der Stellenausschreibung, die Heike vom Jobcenter Lichtenberg bekommen hatte, stand etwas von 2 Jahren Vollzeitlohn weit über Hartz IV und Arbeitsort Berlin. In dem Vorstellungsgespräch in dieser Bude hieß es dann aber, der Job sei befristet auf 2 Monate. Teilzeitlohn unter Hartz IV und Arbeitsort Potsdam. Gut, sagte Heike, wenn das gar nicht der Job ist, den mir das Amt hier aufgeschrieben hat, muss ich wohl noch mal beim Amt nachfragen, ob das auch seine Richtigkeit hat. Genau einen Tag später hatte Heike keinen neuen Termin beim Amt, sondern bereits die Sanktion des Amtes in ihrem Briefkasten, weil sie angeblich eine ihr zugewiesene Arbeit abgelehnt, sich somit schuldig gemacht hätte und dass man ihr für ab sofort das Geld um satte 30% kürzen würde. Aber Widerspruch dürfe sie dagegen gern einlegen. Wie nett. Nun, 2 Tage später hat Heike ihren Widerspruch beim Jobcenter Lichtenberg bei einem kurzfristig zu diesem Zweck vereinbarten Termin bei ihrer Bearbeiterin abgegeben und mich dazu mitgenommen. Och, sagte die Bearbeiterin im Jobcenter Lichtenberg, dass gleich sanktioniert wird, daraus soll Heike sich doch nichts machen, da schreibe man grundsätzlich immer so. Und man kann ja gegen Sanktionen Widerspruch einlegen. Und außerdem sagten ja die Firmen auch nicht immer die Wahrheit. Und dann stünde ja Aussage gegen Aussage. Und da man das im Jobcenter ja wisse, könne man als Hartz-IV-Empfänger ruhigen Gewissens einen Widerspruch einlegen. Und man habe es doch insgesamt mit der Sanktion auch gar nicht so gemeint. Ist doch nett, oder? Also jetzt mal Tacheles. Sanktionen sind nur Kannbestimmungen, man muss sie nicht aussprechen. Und dann ist es mit diesem erst bestrafen, dann nachfragen, was eigentlich gewesen ist, wie im Wilden Westen. Das ist Justiz wie im Wilden Westen. Das ist, als wenn ich mit einer Waffe auf dich schieße und wenn ich dich dann treffe. Tja, also sorry, du hättest ja der Kugel auch ausweichen können. Das ist, als wenn ich hier sagen würde, ich hätte im Jobcenter Lichtenberg in der 7. Etage eine Bombe gelegt und wenn die Polizei kommt, um mich in Handschellen abzuholen, gleich alles wieder gut ist, wenn ich sage, also das mit der Bombe, das habe ich doch gar nicht so gemeint. In einem Rechtsstaat steht die Unschuldsvermutung an erster Stelle. Erst muss man nachweisen, dass wer was Unrechtes gemacht hat, bevor man ihn verknackt. Bei Hartz IV wird erst bestraft und danach darf der Unschuldige nachweisen, dass er es nicht war. Eine Demokratie ist erst durch die Unschuldsvermutung eine Demokratie. Nur in Diktaturen wird bestraft und dann darf der Unschuldige seine Unschuld beweisen. Das war so im Dritten Reich, das ist heute so in Nordkorea. Wie weit sind wir heute in Deutschland noch von der nächsten Diktatur entfernt? Rick Satie, mit dem ersten Glied ist die Kette geschmiedet. Wenn die erste Rede zensiert, der erste Gedanke verboten, die erste Freiheit verweigert wird, dann sind wir alle unwiderruflich gefesselt. Seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst, predigt das bedingungslose Grundeinkommen und den Text eben von mir kann man nochmal auf meinem Blog in voller Wortlänge nachlesen, wer da was nicht verstanden hat. Das hattest du jetzt nochmal extra für die NSA-Mitarbeiter ganz explizit nochmal, genau, holst du das nochmal raus. Die können es dann nachlesen, genau. Auch der BND gerne. Aber ganz kurz wollte ich noch sagen, eben halt nochmal in die Runde schmeißen, weil du es so schön in deiner Satire rübergebracht hast, die Jobcenter-Begleitung ist ganz wichtig. Nicht mehr alleine irgendwo hingehen, sondern immer sich begleiten lassen, sozusagen selber auch begleiten, weil dann sieht man mal, das hattest du im Zwischengespräch auch sehr schön eben gesagt, eben halt, wenn man mal selber nicht betroffen ist, kann man das Ganze mal ganz anders beobachten. Und das wollte ich nochmal kurz eingestreut haben. So, wir kommen aber jetzt mal zu dem, weshalb wir eigentlich hier sitzen heute, nämlich zum BGE bei der Piratenpartei. Wir haben die Silvia Dürrwald hier zu Gast, Sozialpiratin. Und die wird uns jetzt informieren über den Stand der Dinge bei den Piraten BGE. Ja, aber ich kann es ja nicht lassen. Die Satire hat mir auch sehr gut gefallen, aber leider ist es ja Realsatire. Und ich möchte hier nur noch mal darauf hinweisen, auf den Blog der Inge Hannemann, Altona bloggt. Ich war jetzt bei einer Veranstaltung am 30.07. und da wurde sie auch gefragt und hat gesagt, das Jobcenter lügt. Ganz explizit. Und ja, sie ist ja offiziell
Es ist, die offizielle Begründung ist ja, warum sie rausgeflogen ist, weil sie nicht sanktioniert hat. Also wirklich, es ist mühsam, sich das anzusehen. Es ist auch langatmig teilweise, aber es ist ganz, ganz wesentlich, um zu wissen, was da überhaupt abgeht. Und dass Rechtsbruch dort organisiert wird von oben. Ja, aber nun jetzt zu den Piraten. Also ich möchte nochmal auf die Definition Grundeinkommen des Netzwerks Grundeinkommen zurückkommen. Und diese Definition ist hier im Grundsatzprogramm der Piratenpartei verankert. Die richtet sich völlig nach dieser Definition. Grundeinkommen ist das, was das Netzwerk Grundeinkommen mal die Kriterien festgelegt hat. Also die Existenz sichern, was ja jetzt angeblich ja auch schon Hartz IV machen soll, aber auch noch gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und Armut verhindern. Und das haben wir bei Hartz IV nicht, definitiv nicht. Nicht, nein. Einen individuellen Rechtsanspruch darstellen, ohne eine Bedürftigkeitsprüfung ausgezahlt werden und keinen Zwang zur Arbeit beinhalten. Das ist die Definition und die haben die Piratenpartei in ihrem Grundsatzprogramm voll übernommen. Nun hat die Politik immer wieder kritisiert, wir hätten kein Programm und wir würden nicht und dies und hin und her. Und da gab es eine ganz starke Lobby, die dann eben darauf gedrungen hat, wir müssen also ein Programm zusammenstricken, auf Teufel komm raus, sage ich jetzt mal. Das ist meine persönliche Meinung. Und da haben wir auch ich war selber bei dem Parteitag, habe das nicht mal mitbekommen, also auch gar nicht mit, leider nicht mit abgestimmt. Also da haben wir jetzt solche Sachen drin, bedingungsloses Grundeinkommen und Mindestlohn. Das hatten wir ja auch schon mit dem Mindestlohn, also als Weg dorthin zum bedingungslosen Grundeinkommen. Darf ich fragen, wie hoch ist bei euch der Mindestlohn? Um 9 Euro. Okay. 9 Euro und 17 oder 70, okay. Also etwas über 9 Euro. Mhm. Okay. Ja, also aber was zum Beispiel auch interessant sind, also wir haben ja auch ganz interessante Dinge. Wir haben ja zum Beispiel auch, dass zum Beispiel wie in Frankreich, wenn man dann eben, also eigentlich ist ja die Begründung mit den Zeitarbeitsfirmen, das soll ja Spitzen abdecken. Also das heißt ja, dann muss die Auftragslage bei den Firmen sehr gut sein und die Leute, die also da diese Zeitarbeitsfirmen für die arbeiten, die sollen mehr bekommen, also mehr als die Stammbelegschaft. Das ist also zum Beispiel ein wichtiger Punkt, den ich auch sehr richtig finde, wenn man dieser Logik, die ja da gesagt wird, also es soll Spitzen abdecken, folgt, dann muss ja die Auftragslage super sein und soll nicht dazu dienen, die Stammbelegschaft oder andere unter Druck zu setzen. Ja, und In Frankreich bekommen die Leute von Zeitarbeitsfirmen also mehr als die Stammbelegschaft. Richtig, richtig. Die bekommen mehr, weil so ist es ja auch definiert eigentlich. Weil, wie also, du das so erklärst, die Logik. Ist es völlig logisch, ja. Ja. Wenn man also Spitzen abdecken will damit, dann hat man eine sehr gute Auftragslage, dann kann man ja auch ein bisschen mehr bezahlen, weil die Leute müssen ja auch sehr flexibel sein, ne? Also die für Zeitarbeit sollen, die werden ja mal da eingesetzt, mal da. Das ist ja auch sehr anstrengend für die Menschen. Also immer müssen sich immer wieder auf neue Situationen. Da müssen sie nicht weniger kriegen, sondern mehr kriegen. Aber wie gesagt, das ist, wenn man so eben in die Details geht, ist ja manches, was uns so versucht wird einzureden, völlig absurd. Völlig absurd. Und deswegen ist ein zentraler Punkt bei den Piraten, denk bitte selbst, mach selbst, erkunde dich selbst und glaub nicht, was da auf den Plakaten steht, ja. Also habe ich gerade auch im Rundfunk, im Deutschlandfunk gehört, also super Plakat, ne? Also glaub nicht da, was auf dem Plakat steht, sondern informier dich selbst. Und das ist ganz wichtig. Also mit unserem Wahlprogramm bin ich persönlich nicht so glücklich, aber wie gesagt, die Grundbedingungen stimmen ja erstmal, wie wir das Grundeinkommen sehen. Warum bist du damit nicht glücklich? Ja, weil das so Eckpunkte gibt, die nicht so glücklich ausgefallen sind. Es ging auch ein bisschen zu schnell
Und ich denke, also es war so ein bisschen so eine zwei Gruppen, die einen haben gesagt, also zu der ich gehöre, bitte ein bisschen langsamer und gründlicher. Und die anderen haben gesagt, wir müssen jetzt hier ein Wahlprogramm, immer werden wir kritisiert, wir hätten nichts, wir hätten kein Programm und wir müssen ganz schnell. Und ja, und wenn man was sehr schnell macht, dann wird es manchmal ein bisschen oberflächlich. Aber kommen wir nochmal zum BGE. Also was heißt denn das jetzt konkret? Für welche Höhe seid ihr? Wie soll die gegenfinanziert werden? Was kann man sich jetzt vorstellen, wenn man jetzt sagt, okay, ich wähle wegen des BGEs im September die Piraten? Was würde einen da erwarten? Wir haben gar keine Höhe des bedingungslosen Grundeinkommens. Wir haben nur festgelegt Schritte dorthin. Also das ist einmal dieser Mindestlohn, dass Zeitarbeitsleute mehr bekommen sollen. Also der Mindestlohn wäre jetzt der erste Schritt. 9 Euro, weiß ich nicht, 70 oder so, wäre der allererste Schritt jetzt. Und genau, die Erhöhung der Zeitarbeitslöhne. Zum Beispiel. Da sind aber noch mehr Zwischenschritte aufgeführt. Die sollen dann mal dahin führen. Und eigentlich ist unsere Forderung, wir wollen Armut verhindern, steht da im Grundsatzprogramm drin, ganz klipp und klar. Nicht Reichtum. Also es soll Armut verhindert werden. Und das ist auch nicht richtig, wenn immer gesagt wird, viele Leute sind in Deutschland von Armut bedroht. Nein, viele Leute in Deutschland sind arm. Mhm. Nach der Armutsdefinition 60% des Nettoäquivalenzeinkommens, da kommen viele Leute nicht dran. Viele Leute in Deutschland sind arm. In diesem reichen Land sind viele Leute arm. Aber ich denke, das ist auch einfach ein sprachliches Problem, was ganz bewusst, also es wird ja ganz bewusst so benutzt. Es hört sich ja immer noch. Okay, Handy aus. Das ist nicht weiter schlimm, weil wir werden. Entschuldigung, habe ich vergessen. Wir werden jedem Radiohörer dann einfach eine Rechnung zuschicken, weil wir auch Handy-Klingeltöne verkaufen und dadurch, dass ihr die Sendung gehört habt. Das war übrigens mein Pirat, wo ich jetzt gleich anschließend noch hingehen sollte. Okay, aber ich komme noch mal zu dem, was ich gerade sagte, bevor es losging. Es hört sich natürlich besser an, wenn unsere Regierung sagt, so und so viele Leute sind von Armut betroffen, aber wir tun ja was oder wir wollen ja was dagegen tun. Und dann kommt ja immer, wir haben ja so einen guten Arbeitsmarkt. Das ist ja immer die Antwort darauf. Wie der aussieht, wird da nicht näher, da wird nicht näher drauf eingegangen. Es würde sicher ganz anders anhören, wenn gesagt wird, so und so viel Prozent sind in Deutschland von Armut betroffen. Weil dann könnte man ja nicht mehr sagen, hier aber unser Arbeitsmarkt verhindert das, in Armut abzurutschen. Ja, das ist das Problem. Wir werden also wirklich belogen, ganz klipp und klar. Es ist eine verlogene Situation. Es gibt keinen Einkommensplatz und ich sage nicht bewusst mal keinen Arbeitsplatz, denn Arbeit haben wir alle sicherlich sehr viel, aber es gibt keinen Einkommensplatz für jeden. Und ich finde es ganz toll, diesen Slogan, Arbeit sucht Einkommen. Denn Arbeit gibt es ganz viel und Arbeit wird auch sehr viel gemacht. Wir haben das, habe ich schon vorhin erwähnt, wie viel unentgeltliche Arbeit gemacht wird, viel mehr als bezahlte Arbeit. Und ja, aber das Einkommen dazu fehlt. Vor allem wird ja gerade im sozialen Bereich, wir haben da gerade in der Pause kurz drüber geredet, auch mit unseren Gästen, im sozialen Bereich wird ja immer mehr wirklich verlangt oder es wird dahin gebracht, dass die Arbeit umsonst gemacht werden soll. Wir hätten ja im Grunde genug Arbeit, bloß die soll nicht mehr bezahlt werden. Das heißt, die Leute werden hin und her geschoben. Einmal werden sie eben vom Jobcenter tyrannisiert, aber wenn sie dann ehrenamtliche Arbeit machen, was ja gute Arbeit ist, dann wird das nicht akzeptiert und dann wird gesagt, gehen Sie bitte in den Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Also das heißt, die wissen ja selber nicht, was sie wollen. Ja, das ist so. Also kann ich jetzt nur bei, also wir haben jetzt nichts festgelegt, dass wir sagen, jetzt XY ist die Summe für ein Grundeinkommen, sondern wir haben erstmal eine Vorbereitungsmaßnahmen gesagt, es wäre gut, wir wollen die Erhöhung des Regelsatzes, ohne uns da jetzt festzulegen, wie viel leider. Des Hartz-IV-Regelsatzes. Des Hartz-IV-Regelsatzes, ja, also Schritte, ne? Abschaffung der Kinderarmut. Wie ist es mit Sanktionen bei Hartz IV? Die sind schon längst in unserem Programm, also auch in unserem Grundsatzprogramm, dass wir gegen, also für die Abschaffung der aller Sanktionen sind. Das haben wir also schon vor längerer Zeit beschlossen. Hm. Also das ist also sozusagen. Also da klar. Hätte man sozusagen ja im Grunde ein Grundeinkommen für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, nämlich für die Leute, die im Moment Hartz IV mit Sanktionen beziehen.
Ja, das ist noch kein Grundeinkommen, denn Hartz IV soll ja nur existenzsichernd sein. Und wir wollen ja noch Teilhabe haben und wir wollen auch Armut verhindern. Und deswegen müsste ja, also da muss man sich eben dann noch genau verständigen, in welcher Höhe das sein muss. Ich denke da einfach an eine ganz einfache Formel, Nettoäquivalenzeinkommen, 60% oder 68%, je nachdem, was man da, welche Definition man da nimmt. Europäische Sozialcharta sagt wohl 68% des Nettoäquivalenzlohnes einer Gesellschaft in einem Land ist dann das, verhindert die Armut. Also dann sagt man vielleicht noch 10 Euro mehr und dann haben wir das Grundeinkommen für jedes Jahr. Es muss jedes Jahr wieder neu justiert werden. Hm. Habt ihr denn da mal ausgerechnet, wie viel Prozent Hartz IV, der Hartz IV-Satz, so wie wir ihn haben, wäre? Also der wäre ja wahrscheinlich weit drunter. Hat, glaube ich, keiner gemacht. Ist ja auch bei dem Hartz IV-Satz mit diesen Wohnkosten. Es ist ja heute schon so in Berlin, dass sehr, sehr viele Leute, ich hatte auch mal die aktuellen Zahlen, dass die aus ihrem Regelsatz noch ihre Wohnung mitbezahlen müssen, weil das eben nicht ausreicht. Jetzt hat ja der Senat gerade noch mal die Wohnkosten wieder erhöht. Es ist jetzt vor 2 Wochen aktuell, wer es noch nicht weiß, das ist gekippt worden, diese Regelung. Also so, wie ich das gehört habe, sind die Wohnkosten nicht nur erhöht worden, sondern es muss jetzt auch so die bezirküble Miete übernommen werden. Das habe ich noch nicht gehört, muss ich sagen. Kann ich jetzt nicht zu sagen. Aber zumindest weiß ich, dass es erhöht worden ist. Ja, so. Halt, das haben wir jetzt nicht gehört. Ich komme jetzt mal mit dem Mikrofon. Dürfte ich doch mal wissen, wie hoch die Summe ist, was von den Wohnkosten übernommen wird, wenn es erhöht worden ist? Also meiner Meinung nach, es war ja bei 390 für eine Einzelperson und meiner Meinung nach ist es jetzt auf 405 gestiegen. Aber so wie ich neulich gelesen habe, mit der Option, dass wenn in der Gegend eben eine günstigere Wohnung nicht zu haben ist oder für 405 auch keine zu haben ist, dann wird die Miete genommen, die in dem Bezirk üblich ist. Und wenn die bei 450 liegt, dann muss die übernommen werden, wenn es in dem Bezirk keine günstigere Wohnung gibt. Okay, Dankeschön. Ja, da habe ich noch nichts von gehört. Halte ich auch, Entschuldigung, dass ich es mal so sage, für eine Illusion. Wahrscheinlich gibt es dann wieder Tricks auf den Jobcentern, dass es wieder so gedreht wird, dass ja eine günstigere Wohnung zu haben wäre. Ich will jetzt keinem irgendwie hier was unterjubeln, aber dabei können wir es belassen sozusagen und wieder zum Hauptthema übergehen. Ja. Also wie gesagt, hier Abschaffung der Kinderarmut finde ich auch ganz wichtig. Habt ihr das im Programm stehen? Das haben wir jetzt im Programm stehen, ja. Ist das ans BGE gekoppelt, also ein Kinder-BGE? Weil das wurde ja mal, zum Beispiel von den Linken weiß ich, das wurde das mal angedacht, dass man, bevor man das BGE überhaupt einführt, dass man erstmal das Kinder-BGE einführt. Also dass ein Kind nicht in Haft dafür genommen werden kann, ob die Eltern jetzt Arbeit haben oder nicht. Denn dieser Spruch einiger Parteien, Leistung muss sich lohnen oder wer was leistet, der hat auch, der wird bei uns auch gut bezahlt, obwohl es nicht so ist, aber da können Kinder ja nicht dran rütteln, denn Kinder können nicht arbeiten gehen. Also noch sind wir nicht so weit in Deutschland. Du, da muss ich jetzt wieder einhaken. Also auch da gibt es wieder Leute, die, wo die Kinder jetzt schon Eingliederungsvereinbarungen unterschreiben müssen, obwohl sie zum Beispiel erst in einem Jahr in eine mögliche Lehre hineingehen und nur weil die Eltern Hartz IV beziehen, müssen die Kinder schon Eingliederungsvereinbarung unterschreiben. Ja, aber das ist ja wahrscheinlich nicht rechtens. Also das entbehrt ja jeglicher rechtlicher Grundlage, wenn man sich das überlegt. Auch das muss weg, nicht? Weil Kinder sind ja auch noch gar nicht geschäftsfähig. Also von daher kannst du ja mit dem Kind keinen rechtsgültigen Vertrag machen. Mutter musste unterschreiben an dem Fall, den ich da habe. Ach, für das Kind. Ja, das ist natürlich ganz perfide, das stimmt, ja. Ja, also da war ja auch ein großer Aufschrei, dass Kinder, die dann irgendwie in den Ferien ein bisschen gearbeitet haben, um sich mal Extras zu verdienen, dass das alles wieder auf den Regelsatz angerechnet worden ist. Also es gibt da wirklich ganz, ganz dolle Verwerfungen. Und die Grünen, die haben also in ihrem Wahlprogramm, ich möchte keine Werbung für die Grünen machen, aber immerhin finde ich ganz wichtig, dass man eben so anfangen müsse, ein Kindergrundeinkommen beschlossen. Dann sind also, das die Grünen, haben das also jetzt schon im Wahlprogramm, davon wusste ich nichts. Also in der Linken ist es mal angedacht worden, aber bei den Grünen ist es dann jetzt offenbar drin. Gut. Und wir haben auch also Grundeinkommenssätze für Kinder und Jugendliche. Ne? Also die haben wir auch. Also wir haben sind die leider denn vorrangig dem Gesamtgrundeinkommen? Denn das ist ja bei der Linken angedacht worden. Es ist vorrangig jetzt erstmal, damit Kinder versorgt sind, damit wir die Kinderarmut vom Halse haben. Was sagen die Piraten dazu? Die sagen auch, also wir brauchen
für die Kinder erstmal ein Kindergrundeinkommen. Sie haben sich da jetzt noch nicht auf eine Höhe bloß sie sagt, dass diese bürokratischen Bildungspakete nicht weiterhelfen. Naja, ich meine, gut, wenn du jemandem 10 Euro im Monat gibst und er damit Nachhilfe, Musikunterricht und Sportverein abdecken soll, dann ist das natürlich, also ich würde mal sagen, wenn ich es höflich ausdrücke, Zynismus. Ne? Ja, und die Folgekosten werden ja auch nicht bedacht. Was nützt ein Sportverein, wenn ich mir dann die teuren Sportschuhe nicht leisten kann? Vom Instrument beim Musikunterricht natürlich ganz zu schweigen. Das ist es eben, ja, also es ist alles, außerdem weiß ich auch aus der Praxis, von der Tafel, da ist eine Mutter, die hat dann eben diese Bildungspakete genommen fürs Fahrgeld für die Kinder zu den Schulen. Die hat mehrere und die ist dem ständig hinterhergerannt. Das ist so aufwendig, dann da bloß 5 Euro zu bekommen vom Jobcenter mehr. Also das ist einfach nicht zu leisten. Man rennt ständig nur der Kohle hinterher. Da hat man wahrscheinlich durch Fahrkosten dahinter noch mehr, bevor man die 5 Euro überhaupt kriegt, hat man da schon das Doppelte an Fahrkosten verbraten, ne, irgendwie, um diese 5 Euro zu bekommen. Ja, und also wie gesagt, und man bleibt dann auch auf Folgekosten halt sitzen. Ne? Also es ist also ein Drama, was da, und da, wie gesagt, nochmal an Frau Hannemann erinnert, die sagt da, und da braucht man das nicht mehr zu ahnen, dann weiß man, dass es so ist. Genau. Und ich würde mal sagen, weil wir gerade beim Thema Musikschule sind, wir spielen ein bisschen Musik und machen dann weiter. Okay. Wir sind uns schon mal begegnet. Meine Feinheiligkeit, der BGE-Papst predigt das bedingungslose Grundeinkommen, auch heute wieder live aus der Danziger 50, aus der Abbaubar, aus der Sozialbahn. Ich darf auch noch unsere Gäste hier im Publikum begrüßen und auch den Klaus von Kiekema-Film, der heute wieder hier mitfilmt. Falls da noch Fragen auftauchen, gib mir nochmal Bescheid, Micha. Du wolltest mich jetzt? Ja. Ich war jetzt gerade völlig raus, weil eben noch eine andere Musik mit eingelaufen ist und ich dich schnell runterregeln muss und dein Mikrofon auf und so weiter. Wir haben heute wieder noch nicht unser richtiges Mischpult, sozusagen eine andere Software. Ist für mich immer interessant, das alles in den Griff zu kriegen, aber ja, ich denke mal, kriegen wir in den Griff. Ja. Bist du dabei? Ja. Dann mache ich jetzt weiter. Wir haben ja heute das Thema BGE bei der Piratenpartei. Wir haben die Silvia Dürwald im Studio, na eher in der Kellerbar. Und was mich jetzt interessiert, in vielen Parteien gibt es eine bestimmte Gruppe, die fürs Grundeinkommen arbeitet und fürs Grundeinkommen ist. Und dann gibt es auch wieder welche, die sind da nicht für. Wie ist es bei den Piraten? Ist es so einheitlich geregelt oder wie wird das bei euch so gehandhabt? Naja, also ich kann ja nicht für die ganze Bundesrepublik, viele Ortsvereine, viele Gruppen. Im Großen und Ganzen kann man aber sagen, dass also sich das schon durchgesetzt hat, das BGE. Also die Mehrheit der Piraten, der Mitglieder, denke ich, ist fürs BGE. Manche sind noch ein bisschen zögerlich, denken zu sehr aus meiner Sicht über die Finanzierbarkeit nach. Es gibt eigentlich nicht, also jedenfalls wird nicht offen eine Gegnerschaft gezeigt, was ja manchmal schlimmer ist, weil man dann so durch die Hintertür versucht, da irgendwelche Dinge einzubauen. Also muss ich auch noch mal auf den Film, finde ich auch sehr wichtig. Also wir müssen misstrauisch sein beim Grundeinkommen, also wegen der Höhe. Wenn es zu tief angesetzt wird, kann es sich auch ins Gegenteil umkehren. Und das müssen wir halt auch bedenken. Und sag mal bei den Gefahren. Zähl mal ein paar Gefahren auf. Ja, man setzt es zu tief an. Alle Sozialleistungen werden gestrichen. Und dann führt man doch noch wieder die eine oder andere Bedingung ein. Also ich sende da mal Vertreter, den Herrn Straubhafer, der sehr FDP-nah ist, oder der Herr Althaus, von der CDU, der ja auch ein Bürgergeld möchte, aber da dient es mehr dem Bürokratieabbau und nicht den Menschen. Das ist ein großer Unterschied. Während bei uns ja immerhin drinsteht, sehr dezidiert, wir wollen Armut verhindern. Also muss es auch eine bestimmte Höhe haben.
Also es ist nicht, weil bei der CDU sagt man ja immer, das CDU-Grundeinkommen dient eigentlich nur dazu, die Löhne zu senken, dass man den Leuten sagen kann, Leute, ihr habt einen Grundstock und jetzt braucht ihr nicht mehr so viel zu verdienen. Jetzt kommt er ja mit 5 Euro aus. Also das heißt, man bedient im Grunde bei der CDU seine Klientel, die Unternehmer, dass die nicht mehr so viel Lohn zahlen müssen. Das ist bei euch was anderes. Ihr sagt, das Grundeinkommen muss von vornherein so bemessen sein, dass man davon leben kann. Ja, also das ist eigentlich die Grundlage. Wir haben jetzt, wie gesagt, in unserem Wahlprogramm versucht, Schritte zu benennen, was wir also auch, und ich finde, ich persönlich finde einen sehr wichtigen Schritt ist, die Akteneinsicht und die Transparenz in den Jobcentern zu fordern. Also auf dem Papier gibt's die ja schon, aber de facto existiert sie eben nicht, dass man in seine Akte rein und gucken kann, was da alles gesammelt wird. Also ich habe immer wieder darauf bestanden in meinem Fall. Es hat dann auch geklappt, aber man muss sehr hartnäckig sein, dass das dann mal rausgegeben wird. Und das ist schon interessant, was da dann gesteht. Zum Beispiel stand dann bei mir das und das, was ich also nie was geäußert habe und so weiter. Also es ist eine ganz wichtige Forderung, auch mit dieser Forderung jemanden immer mitzunehmen ins Jobcenter. Das habe ich übrigens letztens erlebt, da habe ich jemanden begleitet, wo dann auch das Gespräch darauf kam, ach, aber wir kennen Sie ja schon, wir wissen ja, es steht doch in Ihren Akten an, dass Sie etwas schwierig sind. Es ist dann sehr interessant, so etwas zu erfahren. Ja, ja, also und das ist auch wirklich, also man muss eben wirklich, es ist eine Vollzeitjobs beim Jobcenter Hartz-IV-Empfänger zu sein. Das ist anstrengender als Arbeit. Und das gibt's auch Untersuchungen. Was ist schlimmer, Arbeit zu haben, ein Einkommensplatz, sage ich jetzt mal, oder arbeitslos zu sein? Und da haben alle Wissenschaftler durch die Bank weg festgestellt, es ist stressiger, arbeitslos zu sein. Also ich fand das sehr interessant, Rolf, du kannst dich entsinnen, gerade vorige Woche Donnerstag war mal wieder bei meinem Arbeitsberater und der sagte, von den anderen Kollegen hat er immer gehört, oh Gott, jetzt kommt schon wieder der Filch. Und ich habe ja das große Glück, dass ich gerade belobigt wurde. Also ich wurde gerade jetzt mit einer Maßnahme belobigt. Ich bin jetzt zwei Monate lang sozusagen, darf ich meine Bewerbungsbemühungen verbessern. Und ich denke mal, dass ich dann auch mich als Wendeberater eben halt dann viel besser bewerben kann. Wobei diese Maßnahme zufälligerweise ganz genau eine Woche nach den Bundestagswahlen endet. Das musst du auch noch dazu sagen. Ja, das geht natürlich darum, irgendwie die nächste Statistik ein bisschen zu bereinigen, weil da denken jetzt ja wahrscheinlich unsere Regierungsparteien, da gucken die Leute jetzt im September drauf und machen davon ihre Wahlentscheidung abhängig. Aber gut, das ist alles ganz furchtbar. Sind wir aber auch wieder beim Thema? Genau, aber wir wollen wieder zum Thema zurück. Nein, bei allen das ist das Thema im Wahlprogramm, was ich auch sehr wichtig finde. Transparenz bei der Arbeitslosenstatistik fordern wir. Das ist ganz wichtig, dass man also da besser die Kriterien weiß, wie das dann eben frisiert wird, sage ich jetzt mal. Ja, aber das kann man auf bestimmten Seiten schon heutzutage nachlesen. Also man weiß ja, und das Verrückte ist, es ist im Netz nachzulesen, wie hoch die tatsächlichen Arbeitslosenzahlen sind. Und die Bundesagentur für Arbeit frisiert aber weiter, als ob es diese Möglichkeit gar nicht gäbe. Das heißt, die Leute werden auch nach wie vor für blöd verkauft. Also da muss ich ganz doll mit nochmal einhaken, schon mein Erich. Es war genau dasselbe. Honecker. Ja, bis zum Schluss. Bis zum Schluss haben die wirklich dran geglaubt, sozusagen, also laut Statistik eben halt, dass der Sozialismus, also du weißt ja, im Lauf und so weiter und das mit dem Ochsen und. Aber ja, ist genau dasselbe. Ist alles wieder dieselben Statistiktäuschungen und so weiter. Wobei ich jetzt mal da einen Erich in Schutz nehmen muss, und zwar ganz konkret. Zu der Zeit konnte man noch nicht als Bürger der DDR mal eben im Internet nachlesen, wie denn die richtigen Zahlen lauten. Die wurden euch ja vorenthalten. Bei uns ist es ja so, du kannst ja mit einem Klick lesen und trotzdem veröffentlichen die auch ihre gefälschte Statistik. Ja. Und da würde ich sagen, also das ist schon ein Ausmaß an Impertinenz, wo man eigentlich nur den Kopf schütteln kann. Wobei du aber dabei bedenken musst, dass es heute alles irgendwo ein künstliches System war. Damals haben die Leute sozusagen in dieser Wirtschaft auch gearbeitet, die ihr vorgegaukelt wurde, dass sie funktioniert und so weiter. Also die Arbeiter haben alle gesehen, dass es nicht funktioniert. Ja. Also kommt es wieder auf selbe hinaus, wenn du es so willst, okay, gut. Also aber es gab auch in der DDR, muss ich sagen, ich komme ja nur auch von dort, gab es auch Untersuchungen, die einen dann irgendwelche Parteiobersten auch mal mitgeteilt haben. Zum Beispiel, der Bildungsstand war in der DDR sehr hoch. Also prozentual von 100 Einwohnern hatten viele
Abitur oder ein Studium oder ein Facharbeiter und so weiter. Und die, da gab es eine Doktorarbeit, fand ich damals sehr interessant, war Ende der 70er Jahre, da gab es eine Doktorarbeit, obwohl wir so gut ausgebildete Leute haben, ist unsere Patentanmeldung noch hinter denen von Portugal zurück. Und wie kommt das? Also es wurde sich schon hinter den Kulissen Gedanken gemacht, aber es wurde auch dem Volk, dem dummen Volk, nicht gesagt. Ja, und wie kommt es? Ja, weil man eben auch eigentlich ein Denkverbot hatte. Also ich muss ihm beipflichten, dass es mir wieder teilweise wieder DDR vorkommt, Denken verboten. Es werden wieder irgendwelche Plattheiten und kommuniziert und wo jeder einfach weiß, es ist nicht der antifaschistische Schuh. Aber da muss ich jetzt mal, da will ich jetzt mal einhaken. Das Gespräch hatten wir nämlich genau bevor unser Gast, also hier die Silvia Dürwald gekommen ist, hatte ich mit dem BGE-Papst. Ich komme aus dem Westen, er kommt aus dem Osten und ich habe gesagt, bei uns ist die Verarsche genauso groß, nur dass man bei uns noch um sein Leben bangen muss. Denn im Osten war es ja wenigstens noch so, dass man noch eine Wohnung hatte und dass man noch was zu essen hatte. Im Westen ist das ja noch nicht mal garantiert, noch nicht mal gegeben. Lebensbedrohlich wurde es erst, wenn man sich wirklich gegen das System gestellt hat, offen sozusagen. Dann ist es lebensbedrohlich geworden. Das muss man auch immer sehen. Das Stimme ist an dieser Lebensbedrohlichkeit heutzutage, dass die Bundesrepublik ja auch die UNO-Menschenrechtscharta von 1946 unterschrieben hat und sich nicht daran hält letztendlich. Das ist ja jetzt in letzter Zeit in dem Zusammenhang öfter erwähnt worden, aber wir kommen schon wieder vom Thema ab, kommen wir nochmal zum Grundeinkommen. Ja, das hat aber doch sehr, sehr viel mit Grundeinkommen zu tun, denn auch Freiheit hat was mit Einkommen zu tun und mit Unabhängigkeit und wir haben eben gar keine freie Gesellschaft, weil wir ist eben, die gewollt, frage ich dazwischen, ist die denn gewollt, freie Gesellschaft im Sinne von sich frei entfalten können? Das hieße ja auch, wie wir gerade schon gesagt haben, das hieße Zeit zum Freidenken haben. Und ich denke mir, wenn viele Leute frei denken könnten oder die Zeit dazu hätten, dann würden sie sehen, was hier los ist, was hier mit ihnen gemacht wird. Das sehe ich eigentlich ein bisschen nicht so. Ich meine, da müssen wir uns alle auch an die eigene Nase fassen. Unser Fetisch ist das Geld. Das ist mir aufgefallen, als ich rübergekommen bin, da haben die Leute 20 Mal Geld gesagt, wenn in der DDR höchstens einmal gesagt worden ist. Also das Geld ist der Fetisch und man beherzigt nicht diese indianische Weisheit, die ich immer sehr toll fand. Erst wenn der letzte Baum gefällt wird, merkt er, dass er Geld nicht essen könnte. Also da ist, wie gesagt, von uns allen ein Umdenkungsprozess, ein bisschen mehr Bescheidenheit und ein bisschen Entschleunigung und ein Umdenken gefordert. Also wir rennen alle diesem Geldfetisch hinterher. Ja, aber liebe Silvia, Bescheidenheit kann man natürlich nicht von Leuten fordern, die noch nicht mal ihr Existenzminimum ausgezahlt kriegen. Also an die natürlich nicht irgendwie, würde ich mal sagen, die den Anspruch Bescheidenheit, weil also Bescheidenheit jemandem, der nicht genug Geld hat, über einen Monat zu kommen, das ist natürlich irgendwie fragwürdig. Aber das ist die Denkweise und auch diese Leute, ich will mich da gar nicht ausnehmen, haben diese vom Tellerwäscher zum Millionär. Und immer noch ist es das Erstrebenste, im Lotto eine Million zu gewinnen. Okay, das ist natürlich. Das ist also, ich meine, das Denken ist irgendwo bei den meisten gleich. Also es gibt andere Werte, die man also vielleicht höher einschätzen soll. Also viele haben da psychischen Problem, weil sie kein Geld haben sozusagen. Dass man aber sozusagen andere Werte hat, nutzen kann und so weiter. Hm. Das wird den wenigsten klar. Und das ist ja auch wieder durch die Mainstream-Medien und so weiter, genau, wird sie das ja jeden Tag sozusagen ja eingetrichtert eben halt, dass du ja, wenn du dir nichts leisten kannst und so weiter, dass du dann wertlos bist. Und deshalb kann ich mal sagen, früher habe ich heimlich Westfernsehen geguckt, inzwischen gucke ich heimlich Internet. So ungefähr, ja. Also ich will auch mal sagen, in der DDR hatten wir ja auch Angst, uns vielleicht zu äußern oder zu sagen, das ist nicht der Antifaschist, das ist die Mauer. Und diese Angst, und hier ist es ja die nackte Existenzangst, die beherrscht ja auch die weite Schichten der Gesellschaft. Und wir wissen ja, dass die psychischen Erkrankungen immer mehr, sag ich auch als Psychologe, immer mehr zunehmen. Oder auch, dass man, wenn man ein krankes Kind hat, ein psychisch irgendwie krankes Kind hat, ein Jahr warten muss, bis man zu einem Therapeuten kommt. Dafür ist ja immer kein Geld da und ich bin dann eben arbeitslos. Also es sind alles solche Dinge,
also was auch von den Leuten wertgeschätzt wird. Ne? Ich wundere mich immer, dass trotzdem immer lange Schlangen sind, wenn ein neues iPod rauskommt oder irgendwie was. Und da ist ja dann irgendwo doch das Geld da. Also es ist schon alles ein bisschen, und da müssen wir auch alle uns an die Nase fassen. Also das ist nicht von oben, glaube ich. Das ist so eine allgemeine Denke, die... Die aber durch die Medien natürlich auch, wenn nicht, dann aber auch unterstützt wird. Denn jemand, der sagt, okay, ich brauche ja eigentlich gar nicht so viel Geld, ich gehe mal 10 Stunden im Monat arbeiten, das reicht mir dann alles. Also das wäre ja unserer Regierung nicht so recht, ne? Weil denjenigen, den kann man ja nicht mehr irgendwie zwingen und erpressen, der sagt, ich komme mit nichts außen. Naja, deswegen denke ich auch, sind solche Leute wie der Werner oder so unabhängige Leute sehr wichtig halt. Ne? Die sagen, brauche ich, muss ja nicht um meinen Arbeitsplatz fürchten und so weiter. Und ich kann eben denken, und das kommt ja auch sehr viel durch die Anthroposophen. Ne? Also der Werner, wir hatten ja vorhin kurz mal drüber gesprochen, der ist ja Anthroposoph. Und dort sind auch andere Werte teilweise. Geht's jetzt um den Werner, den Werner vom Grundeinkommen, ja, der da auch natürlich, denke ich, auch eine ganze Menge Vorträge hält, Mittel reinsteckt. Ich war in meinem Vortrag, war kostenlos in der Urania. Ich weiß nicht, ob er die nicht gemietet hat dann, dass die Leute da auch kostenlos, normalerweise sind die Vorträge da nicht kostenlos. Also wie gesagt, wir müssen wirklich uns was überlegen, wie unser System funktionieren soll. Ne? Die technischen Innovationen wissen wir ja alle, die kommen ja langsam so von selber. Mhm. Aber die soziale Innovation, die ist Fehlanzeige. Ja. Und auch das Umdenken, also jetzt die Geldkrise hat uns ja wieder ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Auch Leute, die ein bisschen mehr haben, die viel verloren haben. Die Omas, die da sich irgendwie haben, also wie gesagt, wir müssen alle dran arbeiten und an alle anders denken lernen. Sonst funktioniert es nicht. Ich würde mal wieder kurz auf die Piraten ein bisschen zurückkommen nochmal. Die Piraten waren ja in der Umfrage eigentlich mal vor 1-2 Jahren ziemlich hoch gewesen oder weit über die 5%-Hürde. Wo denkst du, sind die Ursachen, dass jetzt die Voraussagen so niedrig aussehen? Und ist da vielleicht eben halt eine Erwartungshaltung, die viele Menschen von den Piraten haben, nicht erfüllt worden? Na, ich sehe es ein bisschen anders, muss ich sagen. Also die Piraten haben ja sehr, sehr viel angestoßen. Und ich war bei auch entsprechenden Veranstaltungen. Es ist jetzt nicht nur, dass ich das so aus dem hohlen Bauch sage, sondern in der Böll-Stiftung. Und die anderen Parteien haben ja richtig Studien gemacht über die Piraten. Warum sind die denn jetzt so erfolgreich plötzlich? Und warum ist da nicht solche Politikverdrossenheit wie in den anderen Parteien, wo die Mitglieder ja einfach weggerannt sind? Und bei uns ist die Mitgliederzahl auf über 30.000 hochgeschnellt von ein paar Tausend. Und das ist eben, die Parteien haben ja viel übernommen. Wo hat man früher dieses Wort Transparenz gehört? In welcher Partei? Als die Piraten das, haben alle Parteien das durch die Bank weg, wollen jetzt Transparenz. Sogar der Obama redet von Transparenz. Oder andere Dinge, die haben so viel angestoßen, ja. Also es gibt jetzt auch ein Liquid Feedback, glaube ich, da in Ostfriesland oder sowas, ja. Also die haben, und die anderen haben, sind ja nicht blöde. Die haben viel kopiert und die Bürger, der Mensch ist so irgendwo ein Gewohnheitstier, sage ich jetzt mal, ja. Also du meinst, wenn die anderen das jetzt auch haben, brauchen wir die Piraten nicht mehr? Natürlich haben die Piraten sich auch teilweise, also erstmal sage ich jetzt mal, es ist eine kleine Partei gewesen, die dann riesenschnell gewachsen ist und jetzt muss sie sich auch irgendwo wieder strukturieren und wiederfinden. Und dieser Prozess, also viel wurde dann übernommen. Wer kannte denn eine Mitgliederbefragung bei den Grünen davor? Wer soll da Spitzenkandidat werden? Und plötzlich wurde sie durchgeführt. Das war ja auch den Piraten geschuldet. Also die Grünen haben ganz genau geguckt, was wir machen. Denn wir sind ja so ein bisschen auf eine Art Konkurrenz zu den Grünen auch vor allen Dingen gewesen. Also weil wurde ja immer kommuniziert, ja, junge Leute und so weiter, die machen das und Internet und ist ja auch alles sehr ein bisschen technisch. Und man muss da auch schon ein bisschen, also ich bin ja auch schon ein paar Jährchen alt und ich muss da schon ein bisschen zulernen, sonst kriege ich da keinen Fuß an die Tür. Aber nochmal zu Michas Frage, wieso haben die Leute sich dann jetzt doch irgendwie wieder
ach, aus dem Staub gemacht nicht, aber warum haben die Piraten dann doch wieder, sind in der Wählergunst gesunken? Ich sage das jetzt mal so. Kann ich mal einhaken? Ja? Ich würde da fragen wollen, eben halt, oder gerade anhand dieser Entwicklung sehe ich irgendwo, kann es sein, dass man eigentlich von den Piraten erwartet, dass die gar keine Politik machen, sondern dass sie dafür hauptsächlich da sind, um zu provozieren, um den Finger in die Wunde zu legen und um neue Strukturen aufzubauen, damit wir eigentlich aus diesem ganzen Parteiparlamentarismus und so weiter eigentlich rauskommen, in Richtung direkte Demokratie, wirklich Mitbestimmung des Bürgers und so weiter. Kann es sein, dass da vielleicht eine große Enttäuschung bei den Menschen... Das möchten Menschen die Piraten langfristig auch. Es ist jetzt gerade, konnte ich heute nicht hingehen, war eine Diskussion für jemanden, der sich da sehr gut auskennt von den Piraten, den ich sehr schätze, war hier in Tiergarten, da ist immer so ein Frühstück und da wird dann auch solche speziellen Fragen, also direkte Demokratie, wie gesagt, konnte ich leider nicht, da bin ja nun jetzt hier. Also man kann ja nicht auf 5 Hochzeiten tanzen, so. Aber zu deiner Frage, nee, ich sehe es noch etwas anders. Wir sind ja auch in Parlamente gekommen. Und nun trifft diese piratischen Ideale, treffen jetzt auf die Realpolitik, so ähnlich wie bei den Grünen, als sie noch nicht im Parlament waren und noch ihre Ideale auch leben konnten. Unsere Piraten, also wir haben zum Beispiel, ich mache es mal an Beispiel fest, weil das ist verdeutlicht das auch ganz gut. Also wir haben zum Beispiel öfter mal den Antrag gehabt, wir wollen unsere Führungsmannschaft 2 oder 3 Jahre. Da haben wir das immer abgelehnt. Nee, 1 Jahr und dann wird wieder neu bestimmt. Beim Parlament geht das nicht. Wenn wir da einen reingewählt haben und es überhaupt nicht passt, können wir den nicht wieder rausschmeißen. Ja, also und das ist natürlich wiederum auch eine Überforderung, vielleicht alle Sachen, alle Jahre zu wählen. Also da gab es eine Veranstaltung im Abgeordnetenhaus hier von unseren Piraten mit den anderen Fraktionen, die halt dieses Spannungsverhältnis zwischen parlamentarischer Zwang und den piratischen Idealen. Das ist den Leuten schon, also den Piraten schon durchaus bewusst. Und nun haben die Leute gesehen, nun sind die Piraten, haben natürlich eine riesen Erwartungshaltung gehabt, aber die Piraten mussten dann, gibt es irgendwelche Sachen, wie man Anträge in der BVV zu stellen hat und dies und jenes. Und die waren ja auch unerfahren oder wussten auch nicht so, wie was. Die haben ja manchmal Sachen jetzt aufgedeckt, da schlackert man, ich denke ja nur an die Mauer, wem da die Grundstücke gehören überhaupt, ne? Also da wird immer so von der Politik so aus dem hohlen Bauch, aber wird auch nicht richtig nachgeguckt und nachgeprüft, ne? Und manche Sachen werden ja auch nicht von den Medien kommuniziert, zum Beispiel die Sache, dass Veolia eingelenkt hat, ist ja auch der Piratenpartei geschuldet, weil sie eben diese Klage da, diese Organklage gemacht haben. Alle anderen Parteien sind ja abgesprungen. Also die Linken und die Grünen, die auch vorher gesagt haben, sie machen damit, ne? Also es passiert schon was. Es wird wenig von den Medien publiziert. Also sie machen schon ziemlich gute Sachen. Aber es wird zu wenig, und die Bürger, die hören dann immer bloß, ach, die streiten sich und die machen da dies und jenes, was auch in der Presse. Ich muss das dann auch immer bei meinem Bekanntenkreis, sehe ich das ganz gut, die beobachten das und die machen mich dann auch auf was aufmerksam, dann frage ich nochmal genau nach, was ist denn da passiert und dann stellt sich die Sache meistens ganz anders dar, als es in den Medien kommuniziert worden ist. Ich sag mal bloß, der Christopher Lauer will die eine Oper schließen, hieß das ganz. Das ist ja fürchterlich, die sind ja Kulturbanausen. Ja, da wurde gesagt vom Senat, also entweder ihr könnt hier noch weiter 2 oder 3 Opern in Berlin erhalten oder die ganze kleine Kulturszene, da haben wir kein Geld mehr für. Also entscheidet euch, was wollt ihr. Ne? Also solche Sachen, die werden dann immer weggelassen von den Medien und die stoßen an ihre Grenzen jetzt in diesen Parlamenten, sag ich mal. Die Piraten, die Bürger denken, die machen ja auch nichts anderes als die anderen. Die können ja auch teilweise nichts anderes machen. Also sie zerreiben sich gewissermaßen mit an dem System genau. Selbst. Genau. Sie, das ist ja auch eigentlich dieses parlamentarische System, diese parlamentarische Demokratie. Da war ich jetzt mal, also ist auch schon eine Weile her, aber es war ganz interessant. Das war ein Historiker und der hat gesagt, wir wissen ja alle, Französische Revolution und da war ja auch, Bürger waren auch ganz groß gefragt. Und da hat man die parlamentarische, meinte der, Demokratie erfunden, damit man die Bürger vom Mitregieren abhält. Und das ist ein ganz interessanter Gedanke.
aber so also ist es ja. Sollte man mal drüber nachdenken. Und ich bin schon dafür und viele der Piraten auch. Wir wollen langfristig in der Bundesrepublik ein ähnliches System oder so in Bürgerbeteiligung in der Schweiz. Da komme ich gleich mal noch zum BGE wieder. Die Schweiz, ist vielleicht weiß ich nicht, ob es bekannt ist, die hatten ja jetzt zumindest so viel Stimmen zusammen, dass sie über ein bedingungsloses Grundeinkommen abstimmen werden. Hm. Sie haben noch nicht dafür gestimmt, aber sie werden darüber abstimmen. Sie haben darüber abgestimmt, dass sie darüber abstimmen werden. Genau, das ist jetzt durch. Das ist aber in der BGE-Szene, glaube ich, schon rumgemeldet und ist schon angekommen. Also das heißt, aber nicht unter den Bürgern, glaube ich. Okay, gut, aber oder ja. Weiß zum Beispiel jemand, das habe ich jetzt auch im Film, ich habe mir den ja nochmal in Vorbereitung angeguckt, habe ich auch immer überhört, dass in der Verfassung von Brasilien schon ein BGE verankert ist. Ja. Aber nochmal zur Schweiz, also das heißt, das Blöde ist jetzt, es ist nicht sehr zeitnah und das ist ja immer wichtig für eine gewisse Aufmerksamkeit. Also man sagt, das wird jetzt ungefähr in 1-2 Jahren stattfinden mit der Abstimmung. Und das finde ich persönlich sehr schade, weil ich denke, es wäre viel wirksamer, wenn man es jetzt innerhalb von, sagen wir mal, 2014 machen könnte, dann würde das mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und da hätten wir natürlich einen riesigen Schub hier in Deutschland, unsere BGE-Szene, weil da könnte man sagen, guck mal, Leute, in der Schweiz können die das auch, dann können wir das auch. Ne? Naja, man weiß ja immer noch nicht, wie sie es jetzt abstimmen. Aber überhaupt abzustimmen, ne? Das ja, ist ja schon. Aber das können wir ja schon, und ich glaube nicht, dass das groß in unseren Medien bis jetzt, also habe ich noch nicht, in der Szene wahrscheinlich ja, die sich dafür interessieren, aber von unseren großen Medien habe ich noch nicht viel gehört. Also in der Tagesschau findet das keine Beachtung, ja, oder? Ja. Also ich muss mal, weil jetzt mehrfach der Punkt eben halt Medien gefallen ist, es wird ja gerade ganz doll gejammert über das ganze Zeitungssterben und so weiter. Und dass man da versäumt hat, eigentlich die neuen Wege zu gehen und. Und da wurde auch festgestellt eben halt, dass schon die jungen Menschen eigentlich überhaupt keine Zeitung mehr lesen. Also dieses alte Medium eigentlich, dieses alte Medium, also die Bildzeitung und so weiter, bei denen schon völlig sozusagen raus ist. Und ich merke es immer wieder eben halt, selber Medien machen, selber Radio machen zum Beispiel, so wie wir jetzt hier, ist ein Teil davon, mitzumachen, nicht immer diese Mainstream-Medien sozusagen aufzusitzen, finde ich ganz wichtig. Und dann wollte ich noch sagen, es gibt ja noch einen ganz großen anderen Event am 22. September, also am Wahltag. Da ist nämlich hier im Haus die BGE-Wahlparty. Und da laden wir alle Parteilosen und gerne auch die Parteikandidaten eben halt ein, hier mitzufeiern. Und da denke ich mal, wird es auch schon eine gewisse Abstimmung wieder zum Grundeinkommen geben. Hoffe ich jedenfalls. Also wir haben den Ralf Böß gehabt voriges Jahr 2009 mit 1,8%, wo das Thema und er selbst völlig unbekannt war. Inzwischen ist er ein bisschen bekannter, das Grundeinkommen auch in der ganzen Gesellschaft. Ich bin wirklich mal gespannt, auf wie viel Prozent sozusagen alleine der Ralf Böß oder die wenigen Einzelkandidaten, die direkt fürs Grundeinkommen auch antreten. Ihr kommt ja nochmal vorher in den OK-Beat, das dürfen wir sagen. Micha, und dann sag doch bitte mal noch Grundeinkommen, aber das ist ja wahrscheinlich auch Silvia bekannt, die Seite Grundeinkommen ist wählbar. Da kann man nämlich drauf gehen. Piraten sind da auch reichlich vertreten auf der Seite und da kann man sich nochmal informieren, wer von der jeweiligen Partei was übers Grund oder was zum Grundeinkommen macht. Sagst du vielleicht nochmal die genaue Webadresse? Ja, hast schon gesagt, Grundeinkommen ist wählbar. .de immer kann man auch bei Google eingeben, genau. Oder bei anderen Suchmaschinen. Bei anderen Suchmaschinen wollte ich auch gerade wieder sagen. Du hast ja auch gesagt, du bist bei den Piraten. Ja. Ne? Wir haben uns ja da auch mal, glaube ich, getroffen bei den Sozialpiraten hier in Berlin. Wir sind ja auch der Meinung, wir müssen selber machen. Und wir machen auch ganz viel solche Sachen selber. Kleine Filme, Informationen, wir streamen alles, wir nehmen viel auf. Wie gesagt, ist da gerade noch eine Veranstaltung BGE bei den Piraten. Also, und das wird dann auch gesendet und ins Netz gestellt und so weiter. Also es ist also, wir sind eben die Selbermacher, die Mitmachpartei und das ist ganz wichtig. Deswegen kann man auch nicht immer nur so sagen, die Piraten. Jeder ist aufgefordert, mitzumachen und die breite Mehrheit hoffentlich entscheidet dann. Wir wollen ja auch beim Grundeinkommen dann, dass die ganze Bevölkerung mitdiskutiert und mitentscheidet. Vielleicht. Auch über die Höhe. Wir wollen nicht den Leuten eigentlich was aufoktroyieren und sagen, das ist jetzt unsere Vorstellung und friss oder stirb, sondern bitte macht mit und überlegt,
wie hoch es dann sein muss, dass es auch die Armut besiegt. Wär da nicht ein offenes Konzept eigentlich ganz gut, damit man andere Bürger animiert, sich einzubringen, mitzumachen? Ja, im Prinzip haben wir ja auch ein relativ offenes Konzept. Mhm. Wir haben diese Grundbedingungen, die das Netzwerk formuliert hat, die ja auch sicherlich sehr richtig sind. Und wie gesagt, einige Überlegungen, wie man jetzt, also es wäre ja illusorisch zu sagen, in den nächsten 4 Jahren werden wir das Grundeinkommen in der Bundesrepublik wie jetzt nicht einführen. Also, na, ich glaube nicht. Aber Micha, deswegen nicht sind also wichtige auch Zwischenschritte. Also mit diesem Sockeleinkommen bin ich nicht so glücklich. Ja. Aber andere Sachen sind sicherlich richtig. Ich selbst bekomme ja mein Grundeinkommen schon, ist noch nicht bedingungslos, ist bloß eine Woche, ich muss es über einen Monat strecken und so weiter. Also da ist noch einiges dran zu tun. Aber wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja, hast leider. Hast du noch was, Juliane? Nee, aber der Rolf hat mir gesagt, er hat noch einiges anzusagen zum Ende und wir sollen an ihn übergeben um 6:10 und das tue ich hiermit. Danke. Die eine ganze Seite Ansagen, die ich hier zu machen habe, die üblichen Ansagen eigentlich. Neu ist eine Hörfunksendung, die jeden Dienstag von 20 bis 22 Uhr auf dem neuen Internetsender Blood Moon Music läuft. Die Dienstag von 20 bis 22 Uhr, Okabit FM heißt die Sendung. Der Okabit am neuen. Machst du wieder die Sendung? Die mache ich natürlich wieder. Ja, sag doch nochmal bitte, den Sender, haben den jetzt alle verstanden? Blood Moon Music. Also Blood Moon, wie blutiger Mond, Leute. Genau. Keine Angst bekommen, ich spiele da nichts Schlimmes. Die Originalsendung, der richtige Okabit am kommenden Donnerstag ab 13 Uhr wieder bei Alex auf 88.4. Schauen wir mal, was wir da machen. Promos Rot-Weiß in einer Woche am Sonntag, den 18. August ab 18 Uhr hier wieder live, dann aus meiner Küche. Crazy Words mache ich am Donnerstag ab 20 Uhr aus dem Artrum. Da haben wir eine tolle Band da, die sich nennt Die Lautmaler. Und 3 Führungen gibt es am nächsten Wochenende von mir auch, am Samstag durch Hunschenhausen und am Sonntag jeweils um 10 und um 14 Uhr einmal durchs Weltkulturerbe Tautviertel und um 14 Uhr rund um den Kollwitzplatz. Wer das alles nachlesen möchte, kann das auf meinem Blog tun, rolfgensech.wordpress.com. Und hier auf Rock Radio, jetzt kommen die wichtigen Ansagen, geht's weiter ab 18 Uhr mit MBs Musikzeit. Ab 20 Uhr gibt's Rockzeit mit Klaus, ab 22 Uhr Pete Wyoming Benders Radioshow und den BGE-Papst gibt es hier wieder in 2 Wochen am 25. August, dann auf dem 2. Stream. Genau, und da möchte ich aber jetzt auch noch was zu sagen. Und zwar haben wir ab Oktober einige Neuheiten. Also erstmal in 2 Wochen haben wir den BGE-Papst auf dem 2. Stream und da haben wir die Violetten hier zu Gast. Da möchten wir wissen, was wird da in Sachen Grundeinkommen gemacht und gedacht. Ab Oktober machen wir nur noch einen BGE-Papst im Monat und zwar immer am 2. Sonntag im Monat. Und an dem 4. Sonntag im Monat machen wir ab Oktober immer die Crazy Words. Und zwar ist es immer umschichtig, einmal mit Rolf und seiner üblichen Crazy Words-Truppe. Und dann den jeweils 2. Monat könnt ihr kommen und Texte vorlesen. Wir haben hier ein offenes Mikro. Wir übertragen das wieder mit Micha übers Radio, also auf unserem Sendeplatz des eigentlichen BGE-Papstes, der dann eben nicht mehr läuft an dem 4. Sonntag. Und wir wollen das aber noch ein paar Mal durchsagen und da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Wer dann kommen möchte und hier lesen möchte, der ist herzlich willkommen. Aber es ist doch nicht nur Lesen dann, sondern auch Musiker sind auch Musik, willkommen. Genau. Also jeder, der Musik macht, ist natürlich genauso willkommen und wir werden da auch einen Blog für einrichten und wir werden das noch ein paar Mal durchsagen. Ja, also ein radioaktives Crazy Words dann sozusagen. Sozusagen. Ja, ich freue mich jetzt schon auf. Ich mache dann wieder die Technik und schauen wir mal, wie ich euch denn durcheinander bringe und so weiter. Macht bestimmt Spaß. Ja, wir müssen zum Ende langsam kommen. Ja, wir wollen Schlusswort von Silvia. Tja, also ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht auf irgendeine Partei, auch nicht auf die Piraten verlassen, sondern jeder sollte sich mal damit mit diesem Thema auseinandersetzen. Und wie gesagt, der Film ist ein guter Einstieg und irgendwas muss sich ändern. Dass es so nicht weitergeht, glaube ich, das wissen wir alle. Okay. Micha? Ja, soll ich dazu jetzt noch was sagen? Oder? Ich dachte, du möchtest noch ein päpstliches Schlusswort sprechen. Ansonsten mach doch bitte noch eine Musik, außer es möchte noch jemand hier aus dem Zuschauerraum etwas sagen. Kurzer Beitrag. Dann müsste es ganz kurz sein.
kurz. Ich guck mal, kommt ein Nicken. Kommt nichts mehr, dann Micha, dann schütteln ist und, es dein Mikro jetzt. Ja, danke, danke. Ja, nee, ich will nur nochmal sagen, klar, Piraten mitmachen, wie gesagt, ich war auch mit drinne, eben halt war eigentlich schon zweimal mit drinne. Hab dann gemerkt irgendwo, dass ich, wenn ich frei agieren kann, wie zum Beispiel hier mit so einer BGE-Papst-Sendung oder bei Alex hatte ich ja auch noch eine BGE-Sendung und so weiter, ja, nicht nur bei den Piraten einbringen, überhaupt in die Gesellschaft einbringen und vielleicht beim Grundeinkommen mitmachen, als in der freien Szene, bei den Piraten, bei anderen Parteien oder wie auch immer, aber ganz egal, irgendwie aktiv werden. In irgendeiner Form. Das und ist sich nicht darauf verlassen, dass die Parteien was in unserem Sinne richten, denn das werden sie nicht. Darauf kann man sich, glaube ich, verlassen. Ja, und wer ist denn die Partei? Die Partei besteht immer aus einzelnen Personen. Ich da geht es eben. Ja, ich habe jetzt eigentlich so an die Einheitspartei SPD, CDU, FDP, Grüne gedacht. Naja, auch die besteht aus Personen und es ist, also. Ich habe mal jetzt beim Kirchentag war der Lammertz, der hat eine sehr gute Rede über die Parteien mal gehalten. Also man sollte sich da keinen Illusionen hingeben. Es sind Lobbyverbände, es sind Interessenverbände und die wollen auch bestimmte Interessen vertreten. Und von den Leuten werden sie dann auch gewählt. Genau. Ja. Und ganz nicht zu vergessen, eben halt die Sendung dann nach dem 22. September, das ist dann irgendwie Anfang Oktober, dann machen wir eine ganz große Fete, nochmal eine radioaktive Fete und feiern mit den ganzen Nichtwählern, weil die eigentlich die Gewinner sind oder die meisten. Die sind die Verlierer. Tja, von den Prozenten her sind sie die Gewinner, aber das diskutieren wir dann in der Sendung aus. Haben wir darauf hingewiesen, auf die Demoparade am 14.? Nein, mach bitte nochmal. Das machen wir jetzt in jeder Sendung nochmal vorher. Und zwar am 14. September, eine Woche vor der Bundestagswahl, also eine Woche und einen Tag vorher, treffen wir uns alle um 13 Uhr in Berlin am Neptunbrunnen und wollen fürs BGE demonstrieren. Okay, dann tschüss. Tschüss. Tschüss, Leute. Wir sagen allen Tschüss hier, die hier waren, die im Chat waren und die uns zugehört haben. Und wir hören uns dann wie gewohnt wieder. Und ja, das war's dann für heute. Tschüss. Hi.